Guten Morgen und herzlich willkommen zur neuen Folge von Staxel. Wir müssen jetzt erstmal überlegen, was wir tun und was kann man am besten machen beim Überlegen. Richtig, Kaffee ernten. Es wird mal wieder Zeit, wir haben lange keinen Kaffee mehr geerntet und ich habe mir gedacht, so ein bisschen Kaffee kann uns nicht schaden. Ja, wir haben ja noch ein paar Leute, mit denen wir uns anfreunden müssen. Ja, also müssen ist jetzt vielleicht der falsche Begriff, mit dem wir uns anfreunden wollen. Jetzt im Frühling wird auf jeden Fall Maximilian nochmal ein bisschen fokussiert. Wir mussten jetzt einen Tag warten oder müssen jetzt einen Tag warten oder so, bis Rosemary uns was wegen dem Hasen erzählen kann, weil wir haben uns ja nichts sehnlicher gewünscht, außer ein Kaninchen. Weil Kaninchen sind exakt das, was wir haben wollen und nichts anderes. Ich hätte mir andere Dinge gewünscht. Keine Ahnung. Ein Drachen. Ich meine, ein Drachen? What the fuck? Das wäre doch geil gewesen. Nein, wir haben uns ein Kaninchen gewünscht. Etwas langweiliges, gewöhnliches. Ja. Also so eine kleine Schleimraupe, wie dieses Stofftier, was wir hier oben stehen haben. Das fände ich auch cool als Haustier. Also am besten die ganze Zeit langsam nachkriecht, so eine Schleimspur hinterlässt. Den Schleim können wir noch abernten. Keine Ahnung, hätte ich auch irgendwie cool gefunden. Aber nein, wir haben uns ein Kaninchen gewünscht. Und ja, vielleicht kriegen wir dann morgen auch ein Kaninchen. Sie hat uns ja schon 2000 Blüten gegeben. Lächerliche Summen halt einfach. Und daher werden wir sie natürlich morgen besuchen. Mir fällt gerade auf, dass die Musik relativ leise, laut ist. Nicht leise, weil ich eben PUBG gespielt habe. Und in PUBG macht der Sound natürlich ein bisschen was her. Der ist vonnöten, um zu hören, wo die Gegner sind. Und wenn man nicht weiß, wo die Gegner sind, dann ist das ein bisschen blöd. Dementsprechend habe ich dann den Sound hochgedreht und ihn jetzt hier nicht wieder leise gemacht. War vielleicht ein Fehler, vielleicht auch kein Fehler, wer weiß das schon. Aber ja. So, wir sammeln weiter fleißig Kaffee ein. Blub, 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 blub. Ja, kann man machen. Der Kaffee ist etwas Schönes, etwas Gutes. Er tut uns gut, der Menschheit. Er bringt das Erwachen. Kommt demnächst auch ein Film raus, ich weiß nicht, ich habe den Trailer jetzt ein paar Mal auf YouTube gesehen. Ich glaube tatsächlich auch, dass es eine Produktion auf YouTube ist, also dass man einen Film nur auf YouTube sehen kann. Ich weiß nicht, ob for free oder nicht. In dem Trailer geht es darum, dass man halt alles googeln kann mittlerweile. Auch wie man nie wieder schlafen muss oder zumindest sehr lange wach bleiben kann. Und dann macht die da ein Selbstexperiment. Also ich weiß nicht, ob es ein Doku ist oder ob es halt gestellt ist und in Richtung Horror-Thriller geht. Ich habe den Trailer meistens nur sehr kurz gesehen, dann war es immer schon wieder weg. Aber es hat sich auf jeden Fall interessant angehört. Weil es ist ja mittlerweile, also was heißt mittlerweile, es ist ja nachgewiesen, wenn man zu lange wach ist, dann kann das sogar tödlich enden. Aber vor allem auch kriegt man Halluzinationen und so Zeug. Nach so 72 Stunden oder so ist, glaube ich, der Kopf komplett im Arsch. Und wenn man es zu sehr übertreibt, auch so sehr, dass man, glaube ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, vielleicht ist das hier auch wieder mal gefährliches Halbwissen, das Problem hat, dass man nicht mehr Traum und Realität unterscheiden kann. Weil man halt in so einem Dauer-Ultra-Müdigkeitszyklus gefangen ist und dann ja, Psychosen entstehen. Man Dinge sieht, die so gar nicht existieren oder vielleicht doch in Parallelwelten. Wer weiß das schon. Ja, so sieht's aus. So sieht's aus. Und dementsprechend trinken wir erstmal ein Stück Kaffee, um wach zu bleiben. Das ist immer eine gute Sache. Nein. Es ist Mittagszeit. Dementsprechend. So, ist das ja gar kein Problem. So. Ganz entspanntes Kaffee ernten. Damit wir unsere Regale wieder füllen. Müssen wir mal checken, irgendwann. Also ich glaube, wenn wir wieder 6 Stacks Kaffee zusammen haben, dann können wir es wieder für eine Million umtauschen. Wobei wir natürlich auch wieder mal was anderes anpflanzen müssten. Wie gesagt, ich habe ja schon überlegt, ob wir nicht das halbe Feld hier einreißen und da was anderes anbauen, dass wir ja, saisonmäßig auch ein paar Früchte sammeln, ein bisschen Obst, ein bisschen Gemüse und unser Regal füllen mit den verschiedenen Sachen, dass wir einfach eine große Auswahl haben und wenn wir Rezepte ausprobieren wollen, wir sie einfach ausprobieren können, weil wir einfach alles dafür da haben und nicht irgendwie das Problem haben, dass wir sagen müssen, oh, damn, uns fehlt, keine Ahnung, Bananen, Brot, Gurken. Was auch immer. Gut, ich glaube, Gurken haben wir 500 Stück. Da wird so schnell nichts fehlen. Aber ja, dass wir da einfach einen Vorrat an allem haben. Aber gut, dafür müssen wir erstmal alles abernten.
Und ich würde auch sagen, dass wir erst im Frühling damit anfangen. Weil jetzt die letzten 4 Tage im Winter darf unser Kaffee noch mal reifen. Und ich wüsste auch nicht, was wir jetzt akut schon anbauen können. Das kommt dazu. Dementsprechend, ja, wird hier jetzt erstmal aktiv gute Kaffee geerntet. So. Gleich haben wir alles ab. Lapp, lapp. Okay. Gleich haben wir alles ab, sage ich schon. Wir sind gerade mal kurz über die Hälfte. Damn. Es sind ja immerhin noch 700 Kaffee insgesamt. Oder waren es 600? Ich glaube, es waren 700. Wir haben lange keinen Kaffee mal geerntet. Ich bin schon verwirrt. So schnell kann es passieren. Wahrscheinlich zu lange wach, zu viel Kaffee. Ja, kann das schon mal vorkommen, ja. So. Blub. 400. Hui. So ein bisschen wie Silvester, wenn runtergezählt wird. Und dann der Countdown kommt. Bis das neue Jahr beginnt. Ja, kann man so sehen. Muss man nicht so sehen. Und, ja. Hip, hip, da. Klapp, 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 klapp. So. Und jetzt wird hier alles gepflückt. Gleich haben wir die 54, das heißt schon 100 über der Hälfte. Das ist schon mal gut. Wir kommen unserem Ziel näher. Ja? Meine Freunde, da wird hier ein Kaffeeparadies entstehen. Ich weiß noch nicht so genau, was wir jetzt als nächstes bauen oder machen oder tun. Unsere erste Insel ist ja da. Wir müssen uns mit den Bewohnern klar noch anfreunden. Aber ich finde es auch schön, wenn man nebenher immer so ein bisschen was bauen kann. Weil das gehört irgendwie dazu. Und da kommt auch die Musik passend. Wenn ich mir unsicher bin, kommt Musik. Schön. Das freut mich. Das freut mich natürlich. Und ich meine, gut, wir haben heute Sonntag, wenn diese Folge rauskommt. Was macht man sonntags? In die Kirche gehen? Gut, ich bin in keiner Kirchengemeinde Mitglied. Ich bin auch nicht getauft. Daher gehe ich nicht in die Kirche. Mit der Kirche nicht so viel am Hut. Und ich glaube, die meisten von euch wahrscheinlich auch nicht, auch wenn ihr getauft seid. Die wenigsten gehen ja heutzutage noch jeden Sonntag in die Kirche. Aber wir könnten uns eine Kirche bauen. Eine schöne, große Kirche. Wer weiß. Weil ich meine, jedes Dorf hat eigentlich eine Kirche, egal wo man ist. Also in Deutschland zumindest. Und in den meisten anderen christlich geprägten Ländern ist das, glaube ich, auch so. Und in den nicht christlich geprägten Ländern ist dann ein Tempel oder eine Moschee. Oder, ja. Wobei ich gar nicht so weiß, also ich bin mir gerade gar nicht sicher, in Indien dürfte ja eigentlich. Oh damn. Das ist nicht der Buddhismus, es ist der Hinduismus, genau. Dürfte ja die Staatsreligion mehr oder weniger sein, falls die eine haben oder einfach nur der Großteil der Bevölkerung. Und ich weiß gar nicht, wie das im Hinduismus ist, ob es da Tempel gibt oder auch Kirchen oder also wie man das nennt auf jeden Fall. Und ob es da auch üblich ist, dass jedes kleine Dorf sowas hat oder nicht. Weil also hier, man fährt durch Bayern, durch die kleinsten Käfer oder Hessen oder Baden-Württemberg oder Thüringen, Sachsen-Anhalt, was also jedes Bundesland im Prinzip. Jedes kleine Kaff hat ja seine eigene Kirche. Und gut, früher auch seinen eigenen Pfarrer gehabt. Ich glaube heute eigentlich auch noch. Also der. Es sind ja ein paar, diese Kirchen da. Gut, wir haben es nicht geschafft, alles zu ernten. Es war zu spät. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal kurz schlafen. Ich finde es sehr cool, wenn wir in diesem Spiel Kaffee trinken könnten und dann nicht schlafen müssten. Ab ins Bett. Gerade noch so geschafft, glaube ich. Darauf einen Schluck Kaffee. Kaffee. Geil. Gürkchen. Gürkchen Magen. Moment. Ah, gerade schon gedacht, ihr Herz wäre nicht mehr voll. Müssten wir hier Beziehungspflege betreiben. Gut, ja. Haben nicht alles geerntet, aber das ist, glaube ich, okay. Stimmt's, Rufus? Ja, siehst du auch so. Ein Ei von Ida, vielen Dank dafür. Und schupp. Ein Ei hier. Rosi, Alfredo, Bertha. Plupp. Da wird auch mal gefüttert. Gut, wir gehen auch kurz zu Klack, weil dann können wir direkt, nachdem wir die anderen Tiere bearbeitet haben, mit den Melkmaschinen. Ja, der hat Hunger. Hier. Du legst zwar keine Eier, aber ich mag dich trotzdem, Klack. Auch wenn du kein Teil der funktionierenden Farmgesellschaft bist. Da können wir nämlich direkt, nachdem wir hier die Tiere bearbeitet haben. Na, vielleicht müssen wir Mandarinen ernten. Müssen wir kurz mal gucken dann natürlich.
Können wir dann direkt zu Rosemary. Hallo. Und schauen, ob sie ein Kaninchen für uns hat oder ob das ein paar Tage dauert. Das ist ja immer so. Es sind ja keine genauen Zeitangaben. Das ist ja immer so. Ja, du, ich brauche ein bisschen Zeit. Ich kann dir jetzt nicht direkt auf Anhieb irgendwas geben. Ich meine, ist ja auch logisch. Sie muss es ja natürlich auch erst organisieren. Und, ja. Esther wird rasiert. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass einfach von einem auf den nächsten Tag, dass der Tierladen besser gefüllt ist. Besser sortiert, wie mein Einzelhandel natürlich ja sagt. Oh, da habe ich mal kurz gerülpst. Ein Tag haben die Birnen noch, Bienen noch. Und die Mandel, oh, und die Birnen auch. Gut, dann ernten wir erstmal die Mandarinen. So. Jo, komm schon, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich meinen Gedanken jetzt zu Ende formuliert habe, was die Kirchen angeht, ob es da auch in allen kleinen Käfer Kirchen gibt. Aber ich glaube, ich habe das zu Ende formuliert und wenn nicht, wisst ihr ja wahrscheinlich, worauf ich hinaus wollte. Ja. Wenn da irgendwer was weiß, gerne mal Bescheid geben, das interessiert mich nämlich jetzt. Jo. Tja, sind Orangen. Das sind Pfirsiche, hier sind die Mandarinen. Birnen. Gold. Nein, Gold legen wir nicht ins Regal. Aber wir gehen zu Rosemary. Rosemary. Damn, ich weiß nicht mehr, was Oscar gut fand, ob wir überhaupt schon wussten, was Oscar gut findet. Ja. Wobei, ich hab hier neben mir meinen Laptop noch stehen. Hören wir mal. Hier, gehst du mal an. Danke. Da müssen wir uns ein Passwort eingeben. Hopp, hopp, hopp. Kurz, warte, ich muss kurz stehen bleiben. So, Passwort eingegeben. Und dann könnte ich hier parallel mal... Oh, es ist noch kein Kaninchen da. Rosemary, was geht ab? Ich hatte zeitlang keine Haustiere mehr. Es ist nicht immer einfach. Einige gehen ganz besonders nicht. Die sind hier alle leicht dramatisch untermalt. Also die haben alle irgendwelche Background-Stories, die nicht so ohne sind, habe ich das Gefühl. Aber Alicia, die verliert nur Schraubenschlüssel. Dafür gibt es erstmal Gold. Ja. Du hast Gold verdient. Wir gucken mal, ob es im Staxel-Wiki... Das weißt du zu schätzen, das freut mich. Haben wir gerade Kacke gegeben? Ich meine, das ist ein Baumaterial. Ja, wir haben ja Kacke gegeben, kein Gold. Warte mal, Staxel-Wiki. Wir wikien mal nebenher. Buttons, was geht ab? Okay. Sorry, direkt was verkaufen. Ja. Flupp. Ja, yeah, Werbe-Cookies akzeptieren. Ablehnen. Axel, mal gucken, ob hier mittlerweile Gameplay, Farming, Building, Game Mods, Resources, NPCs. NPCs. Aha, hier ist eine Auflistung der Menschen. Wir klicken mal auf Emilia. Aha, hier stehen Dinge bei den Menschen. Warte. Und die hier oben haben noch keine. Und wir gucken mal. Alicia. Alicia wie A, wie Alicia. Okay, es steht nichts da, was die Gute gerne hat. Leon. Leon? Nein, Maximilian können wir auch fragen. Farmfan? Vielleicht können wir uns ja auch noch besser anfreunden. Okay, nein, sie sagt auch nur, eventuell, also dass sie den Spieler irgendwann fragt, ihr ein Haus zu bauen und dass sie dann da steht, statt irgendwo in der Stadt. Unsere Sonnenblume ist mal wieder reif. Wir pflanzen sie natürlich direkt wieder ein. Wunderbar. Gießen müssen wir nicht, es regnet. Ja. Dann gibt es noch Wollin, mein Gutes da. Ah, warte. Wollins Fay. Wollin, der alte Stinker, mag die alle Arten von Gemälden. Können wir hier Gemälde kaufen. Und das Farmposter. Shopping! Ab nach Hause an den Katalog. Haben wir wieder was rausgefunden. Es ist der gute Museumskurator. Ach ja, manchmal hilft das Internet doch weiter, auch wenn es hier in dem Spiel echt kritisch ist, weil da nicht viele Informationen online sind. Ups, mit einem Komma sollte ich es nicht schreiben.
Farmposter kann ich nicht kaufen, damn, muss ich selber craften, damn. Farmkommode. Alle in einer Kiste. Weißes Farmzaun. Oh, ich glaube, das ist neu tatsächlich. Farmfansbrille. Können wir auch kaufen, falls ihr die mal verliert, können wir eine neue kaufen. Gemälde können wir aber, glaube ich, so kaufen. Gemälde. Gemälde. Ja, Schale mit Obst. 4000, 6000, 6000, 2000. Er kriegt das Aare. Das ist günstig. Wir kaufen mal 20 Stück. Beschleuniger für 8000. Und direkt mal ein bisschen Wollen auf die Nerven gehen. Wupp. Im Vorbeigehen. Der gute Wollen. Mal gucken, was er dann sagt. Wenn er nicht mehr sagt, oh, das ist ein hübscher Schmuck. Können wir kurz mal hier, Maximilian, will ich auch. Hallo. In Wahrheit handelt es sich bei meiner Tochter um eine großartige junge Frau. Auch wenn einige ihrer Eigenarten befremdlich sind. Es ist eine alte Waldhex. Eine junge Waldhex. Guck mal, Bildchen. Möchtest du mir das etwas schenken? Yep. Wie prächtig. Das ist ein wahres Kunstwerk. Ich werde dafür einen hübschen Platz in meiner Sammlung finden. Cool. Das heißt, wir können den wir haben ihn mit rechts angesprochen. Wir können den ein bisschen mit Gemälden. Das möchte ich dir schenken, genau. Ist gut erkannt, ist prächtig, wunderbar. Ja. Ich frage mich halt, ob die Geschenke, die die Leute zwar akzeptieren, also weil akzeptieren tun sie ja alles, selbst wenn sie ihnen Dung schenken, ob die auch was bringen, halt weniger. Oder ob es ihnen ja gar nichts bringt. Im Vorschritt. Weil mir wurde auch zu Ohren getragen, dass wenn ich ihnen immer wieder das Gleiche schenke, dass sie es irgendwann nicht mehr mögen und das Herz wieder abnimmt. Ich glaube tatsächlich nicht dran, weil, Emilia haben wir dahin gekriegt, wo sie ist, mit Bananen. Und, wir haben ihr immer nur Bananen geschenkt. Aber gut, vielleicht haben wir ihr auch einmal was anderes geschenkt. Und das gilt dann schon als abwechslungsreich. Aber der Gute kriegt jetzt hier einfach nochmal ein bisschen Kunst. Und ich glaube tatsächlich, Maximilian können wir nicht weiter bestechen aktuell, weil seine Quests erst im... Ich habe irgendwo ein Blatt abgerissen, geil. Ja, weil seine Quest halt erst im Sommer kommt. Gut, den haben wir jetzt mit 10 Sachen besprochen. Weil Maximilian mag tatsächlich am liebsten kleine Goldhaufen, große Goldhaufen und, wer hätte es erwartet, Schatztruhen. Gucken, ob wir bei Oscar auch was sehen. Ob das Internet die Informationen gibt. Hey Oscar, ich habe gehört, du machst hier sauber. Ja, du musst dir vielleicht einen Lehrling suchen. Guck mal, hier kriegst du erstmal eine Sonnenblume. Das ist ein Geschenk für dich, ja. Schönes Blümchen. Ich weiß. Und ein bisschen Kacke. Ja, das überreiche ich dir als Geschenk. Danke, mir. Ja. Gut, das hat geklappt. Da haben wir nochmal Glück. Tirana in der Stadt, was geht denn da ab? Tirana, was ist da los? Tirana sieht uns mal wieder, das ist natürlich schön. Können wir dir auch ein Gemälde schenken? Ah, ist das für Tirana? Ja, sehr lieb von mir, ich weiß. Nicht jeder. Tirana ist hier in dem Wiki nicht mal aufgelistet. Also das ist so Classic. Classic gut gemachtes Wiki einfach. Ja, auch nochmal gucken, was Rosemary feiert. Tirana, wir reden nicht mehr mit dir. Okay, Rosemary, unsere gute Freundin, die feiert Kuscheltiere. Einmal unsere geile Schnecke, die wir oben auch haben. Diese grüne Giftschnecke. Hi Cecile. Hallo. Ich suche nach Versuchspersonen für ein Experiment. Hättest du daran Interesse, Yogi Bär? Ich kann dich nicht wirklich bezahlen oder so, aber es könnte der Menschheit dir doch dabei helfen, auf die nächste Stufe der Evolution vorzurücken. Du könntest dich allerdings auch in einen Käfer verwandeln. Was, in einen Käfer? Die Wahrscheinlichkeit, dass du dich in einen Käfer verwandelst, ist nur ein klein wenig höher. So ungefähr 8:1. Würde ich sagen, nicht schlecht, oder? Na gut, wir haben ja genug Stadtbewohner, Dorfbewohner hier, mit denen wir es eigentlich testen könnten und bei einem muss es ja theoretisch klappen, statistisch gesehen. Ja. Vielleicht klappt es auch bei keinem, dann müssen wir die Werte nochmal anpassen. Das wäre natürlich blöd.
Rosemary, wir schenken dir Einhörner. Einhorn. Das hier feiert sie nämlich auch, das gute Einhornstofftier. Einhörner. Die können aber auch über Nacht kommen. Wir müssen nicht allen Leuten am gleichen Tag was schenken. Gut, die Folge ist auch vorbei. Das heißt, ich würde mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ihr dürft auch gerne ein Abo da lassen. Fragen, Wünsche, Anregungen, wie immer in die Kommentare. Und ja, morgen um 13 Uhr kommt die nächste Folge. Euch bis dahin eine wunderbare Zeit. Haut rein und bye bye.